Auf Platz 10 diese Woche David gegen Goliath. Der kleine Kenny Anderson aus New Jersey gegen den Riesen aus New York. Pat Ewing, schnell muss man sein. Platz 9 für optimales Timing, Vernon Maxwell aus Houston. 7 Zehntel Sekunden vor Schluss der entscheidende Wurf gegen San Antonio. Da kommt Freude auf. Bill Wennington von den Chicago Bulls. Vollbart schützt vor Dunking nicht. Schlechter Luftwiderstand, trotzdem Platz 8. Einen Platz besser, frisch rasiert und mit Glatze Harold Miner, Miami Heat, Tip Dunking. Anfang der Woche lief es bei ihm noch besser. Larry Johnson, LJ aus Charlotte, ohne Rückenschmerzen, ganz locker und lässig, alles easy, Platz 6. Wenn der Sonnengott Charles Barkley heißt, kann man sich auch unter der Sonne von Phoenix gewaltig die Finger verbrennen. Platz 5 für Barkley und eine Tube Sonnencreme für Kendall Gill. Patrick Ewing auf Platz 10 der Top 10 wurde er noch ziemlich verarscht. Seine Revanche, ein Monster-Tipp-Dunking auf Platz 4. Platz 3 für Terry Porter aus Portland. Es sage keiner, er habe bei Air Jordan abgeguckt und wenn, dann hat er gut hingesehen. Dale Davis aus Indiana. Er schien gar nicht zu merken, dass er mitten im Spiel ist und dass einer im Weg war. Platz 2, Monster-Dunking. Und weil es einfach so schön ist, auf Platz 1 ein Alley-Hoop von Sherman Douglas aus Boston.